Hallo Freunde und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Wir befinden uns hier an der Stelle, an der wir auch in der letzten Folge begonnen haben, mit einem Unterschied. In der letzten Folge waren wir zu zweit. Da haben wir uns Löwenstein und einige andere Städte betrachtet. Heute spielen wir ganz normal weiter. Wenn wir hier oben mal kurz nach rechts schauen, Flucht aus Löwenstein. Die Miasma-Dichte hat nachgelassen. Man kann Löwenstein nun betreten. Besucht den Leiter eines der Lager vor Löwenstein. Bei Löwenstein hat sich was geändert. In der letzten Folge war noch alles beim Alten. Wenn wir heute wieder hingehen würden, würde es wahrscheinlich anders aussehen. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es auch definitiv noch nachholen, aber heute möchte ich erstmal damit weitermachen, womit wir eigentlich in der letzten Folge schon weitermachen wollten, bevor wir uns dann dazu entschieden haben, Löwenstein zu besuchen. So, ich schaue mal auf die Karte. So, wir hatten nämlich gesagt, wir gehen hoch in den Norden. Da ist eine unentdeckte Sehenswürdigkeit. Hier auf dieser Insel gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Eine Quest, eine Aufgabe und auch so und so weiter. Hier auch, bis wir dann letztendlich hier auf diese Seite hinkommen, wo dann die Quests ein bisschen schwieriger sind. Aber hier, das müsste alles noch gehen. Level 8, kein Thema, müssten wir packen. Das ist heute unser Ziel. Bevor wir jetzt aber richtig loslegen, möchte ich nochmal was anderes schauen. So, wir sind gerade hier in der Feuereinstimmung. Ich schalte mal kurz um. Die Fluten fließen, wenn ich es will. Die Fluten fließen, wenn ich es will. Die Wassereinstimmung ist auch komplettiert. Da haben wir schon alle. So, jetzt fehlt noch die Lufteinstimmung. Da fehlt das letzte, das Statikfeld. Das ist zu 42% freigeschaltet. Ich schaue nochmal bei F4. Da fehlt noch das vorletzte. Schwankender Boden 66%. Und dann haben wir hier noch die Stoßwelle mit 0%. Das heißt, ich würde jetzt erstmal Luft zu Ende machen. Da läuft so ein kleiner Timer ab. Jetzt. So, dann machen wir das mal weiter. Da müssen wir natürlich aufpassen, denn bei dieser Einstimmung gibt es hier so einen Kettenblitz. Und der greift leider auch die Gegner an, die uns nichts tun. Und das ist ein bisschen problematisch, weil wenn die uns nichts tun und dann logischerweise angegriffen werden, tun sie uns eben doch was. Und das kann uns dann manchmal schon zum Verhängnis werden. So, ich probiere es trotzdem mal in dieser Einstimmung zu bleiben. Denn auch diese Einstellung will ich komplettieren. So, und wir gucken erstmal, wie es hier weitergeht. Funkenschwärmer. Okay, da ist nichts. Hier ist ein schöner See. Das können wir uns mal von hier oben aus betrachten. Sieht ziemlich geil aus. Und da ist auch schon die Quest. Da ist nämlich diese Insel, von der ich eben gerade gesprochen habe. Helft den Lautlosen, mit dem Albtraumhof fertig zu werden. Das müsste diese Quest hier sein. Repariert die Fischernetze und Fallen. Dezimiert die Wellenreiter. Helft den Tauchern und wehrt die Überfälle des Albtraumhofs ab. Ja, dazu müssen wir jetzt einfach hier auf diese Insel gehen. Beziehungsweise jetzt ist die Quest wieder verschwunden, weil wir zu weit weg sind. Aber letztendlich will ich dann doch zu der Insel gleich hingehen. So, und da ein Schuppenlindwurm. Level 8, Stufe 8. Warte mal, ich gucke gerade nochmal. Wir müssen nämlich einfach diesen Weg hier folgen. Bis wir hier oben sind bei dieser Sehenswürdigkeit. Gefallener Verbündeter liegt da auch noch rum. Und das ist diese Insel. Das heißt, wir werden erstmal diesen Weg hier weiter folgen. Bis wir bei der Sehenswürdigkeit sind und dann auf die Insel gehen. Da bin ich schon gespannt, was da passiert. So, wen haben wir da? Ein Funkenschwärmer. Der macht aber nichts. So, und hier haben wir wieder diese wunderschöne Landschaft. Och, ich liebe diese Landschaft. Leute, ich muss... Wenn ich mir diese ganzen Spiele so betrachte, ich habe mir das gerade vor kurzem überlegt, ich muss unbedingt bei meiner Arbeit kündigen. Ich habe überhaupt keine Zeit zum Arbeiten, ich muss hier die Spiele spielen. Ja, und ich will ja nicht nur das spielen, ich will ja so viele Spiele spielen und habe keine Zeit, weil ich arbeiten muss. Ich muss das irgendwie mal meinem Chef begreiflich machen, dass er mich freistellen muss, denn das Geld brauche ich ja, ich bin ja darauf angewiesen. Aber ich habe einfach keine Zeit zum Arbeiten. Ich habe keine Zeit. So, warte mal. Bevor ich jetzt noch weiter irgendwelches stumpfsinniges Zeug rede, will ich mal gerade auf die Karte schauen. Was haben wir denn hier Schönes? Die Naulskopf-Zuflucht. Aha. Das sieht auch sehr interessant aus. Können wir da irgendwie reingehen? Nö. Sieht aber fast so aus, als könnte man da reingehen, ne? Das ist nur ein bisschen zu groß dafür. Sprechen. Die ewige Alchemie hat alle Antworten. Guck mal, das ist so ein kleiner. Yonno. Willkommen in Yonnoville. Ich bin Yonno, Gründer, Schöpfer, Genie, ultimativer Herrscher und einziger Bewohner dieses idyllischen kleinen Weilers.
Ihr seid der Gründer dieses Ortes? Ich habe es gefunden. Niemand hat es genutzt, also gehört es mir. Für diese Silvari-Architektur habe ich allerdings nicht allzu viel übrig. Etwas zu pflanzenartig für meinen Geschmack. Ja, für meinen Geschmack jetzt persönlich nicht. Habt ihr eine Ahnung, was mit den Silvari geschehen ist, die diesen Ort errichtet haben? Meine Vermutung ist, dass sie gegangen sind. Sie wurden entwurzelt. Entweder gewollt oder gezwungen. Irgendetwas Merkwürdiges geht hier vor. Oder vielleicht sind sie es, die auf der Insel im Südosten leben. Welche Art Merkwürdigkeit? Wahrscheinlich dieser. Wie nennen sie ihn? Albtraumhof. Silvari, die diesen ganzen Unsinn mit dem Traum nicht glauben. Sie sind sozusagen das Unkraut des Pflanzenvolks und versuchen, alle anderen Pflanzen zu ersticken. Ihr habt Silvari auf einer Insel in der Nähe erwähnt. Ich glaube, sie sind Teil dieser Gruppe, diese Lautlosen. Sie scheren sich ebenfalls nicht um den Traum, aber anstatt deshalb bösartig zu werden, blenden sie das Ganze einfach aus und gehen fort. Was haben die Lautlosen gegen den Traum? Ihr werdet sie selbst fragen müssen. Ich bin zu beschäftigt, um hier mit euch zu plaudern. Es ist ziemlich anstrengend, Gründer, Schöpfer, Genie, ultimativer Herrscher und einziger Bewohner einer Metropole wie Yonoville zu sein. Ha, dann lasse ich euch mal in Ruhe. Ja, ich sehe es, er ist sehr beschäftigt. Er ist wahnsinnig beschäftigt. Dieses ultimative Genie, Gründer und was weiß ich, Wahnsinniger vor allen Dingen wahrscheinlich. Ja, und hier in dieser Metropole geht es auch so richtig ab. Ja, also abgehen tut hier nicht viel, aber stellt euch mal vor, man ist jetzt hier so 15 oder so und hätte diesen Platz zum Zelten. Das wäre doch mal was. Ich weiß, ich träume manchmal. Vielleicht bin ich ein Träumer oder so. Ich glaube, ich bin so ein bisschen ein Träumer. Aber ich stelle mir dann immer so vor, wie das wäre, wenn ich hier in Wirklichkeit wäre, was ich da wohl tun würde. Hier schöne Grill aufbauen und da, keine Ahnung, zelten, mit Freunden unterhalten. Laptop muss natürlich auch dabei sein, ein gescheiter Internetanschluss. Ganz klar. So, wir müssen aber diesen Weg weiter folgen. Ich schaue nochmal auf die Karte. Ach nee, das war ja diese Sehenswürdigkeit. Schade. Gut, dann gehen wir den Weg trotzdem nochmal weiter. Und zwar bis genau an diese Stelle. Und von dieser Stelle aus kehren wir um nach Süden und gehen auf diese Insel drauf. So, ich drücke ab und zu mal die Tab-Taste, damit ich Gegner sehe. Und da ist auch schon einer, der Wellenreiter, rasende Wellenreiter. Und da unten ein Kampfskull, was auch immer das sein soll. Ansonsten haben wir hier oben kaum Gegner. Diese Krebse, die tun uns nichts. So, und da kommen wir wieder zu dieser Quest, die automatisch aktiviert wurde, so wie das halt bei Guild Wars so üblich ist. Wen haben wir da? Ein Lehrling. So, was sollen wir denn jetzt machen? Repariert die Fischernetze und Fallen. Dezimiert die Wellenreiter, helft den Tauchern und wehrt die Überfälle des Albtraumhofs ab. So, und da kommt auch gleich hier ein Krebs. Ich bin schnell wie der Wind. Du bist schnell wie der Wind? Warum rennt der jetzt weg hier? Also irgendwie ist dieser Kampf, diese Einstimmung, die Lufteinstimmung nichts für mich. Denn so richtig toll hat es eben nicht geklappt. Keine Ahnung. Ich zoome mal ein bisschen näher dran. Wir brauchen auf jeden Fall noch 50% Statikfeld und dann können wir weitermachen mit was anderem. Und wenn ich hier einen Blick in dieses Wasser reinwerfe, sehe ich schon wieder eine richtig geile Unterwasserlandschaft. Also ich muss fast sagen, so leid es mir tut, grafisch ist dieses Spiel so ziemlich das Beste, was ich je an Rollenspielen gesehen habe. Das ist der absolute Wahnsinn. Hammergeil. Richtig hammergeil. Ich sage absichtlich nur grafisch, weil ich ja den weiteren Content dieses Spiels noch nicht kenne und somit noch keinen Vergleich zu anderen Rollenspielen ziehen kann. Aber das kommt natürlich auch noch. So, Kupfererz. Nehmen wir mit. Wir haben ja extra unser Werkzeug mitgenommen. So, mal gucken, wie es hier irgendwie hochgeht. Wir müssen dann wahrscheinlich hier auf diesen Felsen hoch. Kommen wir da hoch? Ja, sehr schön. Wen haben wir da? Das sind diese lautlosen Dorfbewohner, von denen der Kollege eben gesprochen hatte. Das nutzt jetzt allerdings nichts, weil wir sollen ja erstmal diese Quest hier erledigen. So, warte mal, wie gibt es denn da zu erledigen?
und zu reparieren. Ich sehe da hier irgendwie gar nicht viel. Da ist noch eine Krebsfalle. Dann taucht wahrscheinlich gleich wieder ein Krebs auf. Und da ist er auch schon. Komm, hau schön drauf. So, auch der ist wieder erledigt. Aber wie gesagt, kommt mir so vor, als würde dieser Fähigkeitsbaum, diese Einschirmung nicht so richtig rocken. Kann auch sein, dass ich mich irre. Da ist auch nochmal eine Krebsfalle. Und man sieht, dieser Kettenblitz, der greift auch andere Gegner an. Ich habe hier nur gerade das Glück, dass da keine großartigen Gegner in der Nähe sind. Und deswegen können wir das relativ Probleme schaffen. Nur diese kleinen Krebse, und die machen uns ja nicht viel. Die machen uns gar nichts, um genau zu sein. Da ist auch wieder eine Krebsfalle im Wasser. Ein Kammskall. Ach, guck mal, ein Fischernetz. So, ich sollte mich mal wieder heilen. Warum hält denn der so viel aus? Was ist denn mit dem los? Ich gehe da mal ein Stück weg hier. Guck mal, der heilt sich die ganze Zeit wieder. Kann doch nicht sein, der macht mich noch platt, ey, weil er sich die ganze Zeit heilt. Alter Schwede, das war aber knapp gewesen. Komisch, warum heilt er sich die ganze Zeit? Also auf den habe ich keinen Bock mehr. Aber da ist auf jeden Fall ein Fischernetz. Die sollen wir auch reparieren. Und guck mal, da sind wir unter Wasser. Sehr schön. Müssen wir da näher dran? Jetzt. Aha, das ist repariert. Sehr schön. Und schon sind wir wieder draußen. Cool, das heißt, es gibt ein bisschen was unter Wasser zu erledigen. Jetzt sind wir die Wellenreiter. Als wir eben gerade unter Wasser waren, haben wir auch so einen Wellenreiter gesehen gehabt. Wobei gesehen gehabt, das ist auch wieder so ein Schwachsinn, ne? Das ist unnötig. Man sagt oft dieses gehabt, ich habe es gesehen gehabt, alles kompletter Blödsinn. Gibt's eigentlich gar nicht. Ich habe es gesehen, fertig. Nicht gesehen gehabt, das ist doch Schwachsinn. Aber ich weiß nicht, man hat es einfach so drin. Und sich das wieder abzugewöhnen, das ist schon eine Hausnummer. So, auf geht's. Gut, wir haben schon mehr als die Hälfte der Quest erledigt. Heute klappt es irgendwie hervorragend. Ich bin schwer begeistert, nachdem wir schon so viele Fails erleiden mussten hier bei Guild Wars 2. Bin ich heute mal richtig schön entspannt hier in dieser Folge. Ein Gegner nach dem anderen, nicht tausend auf einmal. Schöne Landschaft, schön nach Feierabend. Was gibt es Schöneres als eine Runde Guild Wars 2? So, ich weiß, wir laufen da schon wieder rum. Ich muss mich, glaube ich, so langsam aber sicher ins Wasser wagen. Da ist so ein Wellenreiter zum Beispiel wieder. So, und jetzt kommt der andere auch. Dieser Einsiedlerkrebs ist nämlich auch getroffen worden davon. Ihr seht es, dieser Kettenblitz, der macht mich wahnsinnig. Das wird der Grund sein dafür, dass ich untergehe irgendwann, im wahrsten Sinne des Wortes. So, den Einsiedlerkrebs, ja super. Ich hab's gewusst. Der Scheißblitz. So, der ist hin. Und den schaffen wir jetzt auch noch. Ich brauche aber noch ein bisschen Heilung hier. Warte mal. So, wir müssen abbauen. Ihr habt eine Fertigkeit erlernt. Statikfeld, jawohl. Da sind unsere Gebete also erhört worden. Sehr schön. Das heißt, wir können die Einstimmung wechseln. Beziehungsweise wir können auch mal nach dem Statikfeld schauen, was das bewirkt. Schafft ein elektrisches Feld, das Gegner betäubt, wenn sie es durchqueren. Okay, ich halte jetzt um auf die letzte Einstimmung. Auf die Erdeinstimmung, da fehlen uns noch zwei. Und nehme ich hier schwankender Boden und die Stoßwelle. So, das können wir jetzt üben, während wir die Quest zu Ende bringen. So, da ist noch so ein, wie heißt der, Wellenreiter. Und hier ist auch noch ein Fischernetz. Wahrscheinlich ist es genau das gleiche. Das ist repariert. Ich schwimme jetzt mal weiter rein.
Ja, können wir jetzt doch nicht üben, weil er jetzt logischerweise auf die Wasserskills umgeschaltet hat. Boah, der macht aber ordentlich Schaden hier, der Sauhund. Haha, abhauen. So, und er bleibt da stehen im Wasser. Der kommt nicht mit. Ja, war auch knapp gewesen. Er macht da schon ordentlich Schaden hier. Wie viel fehlt uns denn für die Quest noch? Die haben wir gleich. Wir müssen übrigens mal aufpassen. Ich habe den Kommentar gelesen. Wenn man hier eine Quest abschließt, dann bekommt man ja immer einen Brief geschickt, eine Mail. Die leuchtet dann hier oben links auf bei Post. Da ist dann die Belohnung und so weiter. Und in den Kommentaren stand drin, man würde sogar sehen, wie eine Brieftaube vorbeifliegt, die einen den Brief bringt. Ich weiß nicht, ob er mich verarschen wollte. Keine Ahnung. Aber wir müssen mal drauf achten. Ich glaube nämlich, noch 2-3 Gegner oder noch 2-3 Sachen erledigt und die Quest ist abgeschlossen. Da müssen wir mal wirklich drauf achten, ob da was durchs Bild fliegt. Das würde mich echt mal interessieren. So, das hier, ich weiß, das sind wir auch schon 10-mal entlang. Rasender Wellenreiter, da gehe ich jetzt mal rein, den mache ich jetzt kalt hier, komm. So, geht doch relativ gut. Der macht aber brutal viel Schaden, warum? Schwimmt zur Oberfläche, ja super, um zu sterben oder was? Ganz toll, Skino, ey. Aufgerappelt, und der ist auch hin. Der ist auch tot. Ja, wir haben es gerade nochmal geschafft, ey. Warum macht der plötzlich so viel Schaden, ey? Naja, klar. Wir machen mal den Einsiedlerkrebs. Einsiedlerkrebs, müssen wir drauf achten. Nein, die Quest ist schon abgeschlossen. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich wollte drauf achten, ob der da hier... ob da was durchs Bild fliegt. Verdammt. Also der Skill hier, diese Erdeinstimmung, die gefällt mir jetzt schon wieder ein bisschen besser. So, warte mal, wo ist denn dieser NPC, der mir die Quest gegeben hat oder eigentlich geben sollte? Der ist wahrscheinlich genau hier drin, ne? Nee, hier ist niemand. Ist wohl nach Astoria zurückgekehrt. Nicht jeder kann außerhalb des Traums leben. Hoffentlich wird sie in dieser Enge glücklich. So, wer war denn das jetzt hier mit der Quest? Wer hat mir denn normalerweise diese Quest gegeben? Schau mal, vielleicht sehe ich es hier. Iona. Hallo, ich dachte, es wäre angebracht, dass ich mich für alles, was ihr getan habt, bedanke. Ihr seid den Lautlosen in wahrer Freundschaft verbunden und stets bei uns willkommen. Das Leben auf der Insel ist immer noch beschwerlich, aber wir halten durch und dafür haben wir zu einem guten Teil euch zu danken. Vergesst nicht, beim Marbon-Markt vorbeizuschauen, gleich im Osten der Insel. Dort gibt es bestimmt genügend zu tun für jemanden mit euren Talenten. Na, wir nehmen das mal mit. So, und die Iona, wer ist das? Quilin? Wo ist denn das hier? Bisschen weiter auf dieser Seite hier. Ah, hier! Das ist die Iona. Mit solchen Freunden werden wir es schaffen. Ihr seid hier stets willkommen. So, die hat ein bisschen was für uns. Stille Muschel, lautloser Hammer. Zitronen N groß, zum Auspacken doppelklicken. Hier können wir auch ein bisschen was verkaufen. Das werde ich jetzt auch mal machen, weil das ganze Inventar mittlerweile vollgemüllt ist mit irgendeinem Zeug, was ich gar nicht brauche. Hier haben wir auch noch einen Händler, da können wir auch noch mal reinschauen. So, da gibt es hier diese ganzen Sachen zum Sammeln. Und auch hier können wir wieder verkaufen. Ja, Freunde, diese Insel wäre geklärt. Ich glaube, in der nächsten Folge besuchen wir nochmal Löwenstein. Ja, werden wir uns mal betrachten, wie Löwenstein jetzt aussieht. Heute würde ich sagen, lassen wir es einfach mal gut sein. Wir haben die Aufgabe dieser Insel erledigt. Wir haben diese Insel besucht. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Es hätte besser gar nicht laufen können. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns in Kürze. Macht's gut, bis dann.